erteile ich das Wort der Kollegin Antje Tillmann, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Anders als offensichtlich mein Kollege Keuter halten wir die Wiedervereinigung für einen Segen für Deutschland. Wir sind froh, dass es so gekommen ist, und wir reduzieren sie auf gar keinen Fall auf irgendwelche Milliardenbeträge, die Sie hier gerade vorgerechnet haben. Die Wiedervereinigung ist begeistert gefeiert und bis heute gut für alle Menschen in Deutschland, egal ob Ost und West. Aber ich gebe zu, sie war auch eine Herausforderung. Allein im verarbeitenden Gewerbe gingen kurzfristig 66% der Arbeitsplätze verloren, weil die DDR-Betriebe national und international nicht konkurrenzfähig waren. Die Arbeitslosigkeit stieg bis 2005 auf über 20%. Die Infrastruktur von Schulen, Krankenhäusern und Straßen war marode. Das Grundgesetz gab das Ziel vor, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu schaffen. Und verständlicherweise haben die Menschen in den neuen Ländern gehofft, dass das sehr schnell geht. Und sie haben die Ärmel hochgekrempelt und an diesem einheitlichen Deutschland gearbeitet. Ohne dieses unglaubliche Engagement dieser Menschen wäre diese Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen. Und mit allem Geld der Welt hätte die Wiedervereinigung nicht so gut laufen können. Ich bin stolz und glücklich, dass ich Teil dieser deutschen Geschichte miterleben durfte und dass wir heute rückblickend sagen können, wir haben einen guten Teil des Wegs geschafft. Aber bei allem Engagement ist es ohne finanzielle Unterstützung natürlich nicht gegangen. Über zwei Solidarpaktgesetze und den Fonds Deutsche Einheit flossen über 340 Milliarden Euro in die neuen Länder. Also anders als der Kollege glauben macht, natürlich der überwiegende Teil der Solidarpaktmittel, die in den neuen Ländern für Aufbau, für Sanierung geholfen haben. Unter anderem zur Finanzierung dieser Einheit und dieser Solidarpakte ist der Solidaritätszuschlag eingeführt worden. Er macht seit 2018 18,5 Milliarden Euro aus. Das Geld fließt rein rechtlich zu 100% in den Bundeshaushalt. Faktisch bleiben beim Bund aber nur rund 4 Milliarden übrig. Denn das, und das hat der Kollege auch verschwiegen, liegt daran, dass der Bund 1995 zugunsten des Länderfinanzausgleichs inklusive neuer Länder dauerhaft 7 Mehrwertsteuerpunkte, das sind 15 Milliarden Euro, an die Ländergesamtheit abgetreten hat. Also bleiben nur 4 Milliarden der Solidarzuschlagsmittel überhaupt beim Bund. Und diese 4 Milliarden gehen bis heute fast ausschließlich in die neuen Länder. Der wesentliche Teil Ihrer Zahlen, die Sie dargestellt haben, Herr Kollege, ist einfach nicht richtig. Mal ganz abgesehen davon, dass Sie diese Wiedervereinigung und diese Abschaffung des Solidarpakts von Anfang an nicht positiv begleitet haben. Sie haben es in Ihrer Rede gleich noch einmal bestätigt. Zusätzlich zu den 2,8 Milliarden, die auch heute nach dem Solidarpakt noch in die neuen Länder fließt, ist es der Ausgleich Sonderlasten strukturelle Arbeitslosigkeit mit 504 Millionen Euro, Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur Innocom Ost, Investitionsprogramme, Kindergärten und Schulen. Auch heute ist der wesentliche Teil der Solidarzuschlagsmittel noch in die neuen Länder, in den neuen Ländern unterwegs, um da den Aufbau zu vollenden. All das zeigt, dass die Verfassungswidrigkeit, wie Sie sie in Ihrem Antrag schreiben, so eindeutig nicht gegeben ist, zumal offensichtlich dieser Solidaritätszuschlag seit gestern noch verfassungswidriger geworden ist, denn gestern stand Ihrem Antrag wenigstens noch nach Ihrer Auffassung. Aus unserer Auffassung wird die Verfassungswidrigkeit nicht von der AfD-Fraktion festgelegt, sondern vom Verfassungsgericht. Und ich bin sicher, dass wir mit dem Abbaupfad, den wir angekündigt haben, auf einem guten Weg sind. An dieser Stelle ein großes Dankeschön noch an alle diejenigen, die mit ihren Mitteln den Aufbau Ost finanziert haben. Die Menschen haben in Deutschland lange Zeit diese Mittel ohne Murren gezahlt, weil nämlich für ganz Deutschland das Projekt Wiedervereinigung wichtig war. Auch da Dankeschön, dass das gemeinschaftlich mit allen zusammen möglich war. Nun ist die Anpassung aber so weit vorangeschritten, dass ein fremder Besucher den erheblichen Nachholbedarf der neuen Länder gar nicht mehr sieht. Wir haben annähernd gleiche Lebensverhältnisse erreicht, mit wenigen Themen, denen wir uns noch zuwenden. Und deshalb werden wir zusammen mit dem Koalitionspartner in einem ersten Schritt ab 2021 die Bürgerinnen und Bürger um 10 Milliarden Euro entlasten. 90% der Bürgerinnen und Bürger werden dann keinen Solidaritätszuschlag mehr bezahlen. Das ist ein Riesenschritt, eine Riesenentlastung, und ich bin sicher, dass das auch bei den Bürgerinnen und Bürgern gut ankommt. Wir müssen allerdings, und das sage ich auch ganz offen, im Gesetzgebungsverfahren darauf achten, dass wir die Gleitzone, ab der der Soli dann doch weiterzuzahlen ist, so ausgestalten, dass die Grenzsteuerbelastung nicht zu hoch ist. Und,
Und da blicke ich mal zu unseren Koalitionskollegen. Ich hoffe sehr, das ist nämlich unser erklärtes Ziel, dass wir auch den zweiten Schritt schon im Gesetzgebungsverfahren mit anlegen, dass wir nämlich auch die restlichen 10% der Bürgerinnen und Bürger vom Solidaritätszuschlag entlasten. Diesen Abbaupfad sollten wir gemeinsam verabreden. Das gilt auch für die Körperschaftssteuer, denn auch hier ist der Solidaritätszuschlag im ersten Schritt noch nicht mit abgeschafft. Da vertraue ich auf die kollegiale Zusammenarbeit, und ich bin sicher, dass wir das im Gesetzgebungsverfahren gemeinsam hinbekommen. Warum schaffen wir den Solidaritätszuschlag nicht sofort ab? Ich habe eben gesagt, nur ein Teil von 4 Milliarden ist überhaupt im Bundeshaushalt. Im Antrag der AfD, aber auch der FDP von morgen, wird aber auch völlig verschwiegen, dass wir ab 2020 einen neuen Länderfinanzausgleich haben. 10 Milliarden Euro wird der Bund zusätzlich an die Länder zahlen. Diese 10 Milliarden müssen wir im Haushalt darstellen. Wir wollen den ausgeglichenen Haushalt trotz dieser Belastung, sodass wir schon bei 20 Milliarden sind, die aus dem Bundeshaushalt dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Der AfD ist das völlig egal. Im ersten Antrag hat sie unter Kosten noch keine geschrieben, Auswirkungen keine. Das zeigt, dass sie sich mit dem Thema überhaupt nicht befasst haben. Dazu kommt aber, dass sie im Wahlkampf ja zusätzlich zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags in ihrem Gesetz 18,5 Milliarden auch noch die Mehrwertsteuer um 7% senken wollen. Das macht mal schlappe 50 Milliarden aus. Und die Summe von 68 Milliarden wollen sie finanzieren aus dem Steuerüberschuss von 37 Milliarden. Das kommt mir als Finanzpolitikerin etwas seltsam vor. Wir haben in den kommenden 3,5 Jahren, die seit gestern ja auch losgegangen sind, auch mehr vor. Wir wollen nicht nur vom Solidaritätszuschlag entlasten. Wir wollen Familien unterstützen mit Kindergeld und Kinderfreibetrag. Wir wollen ein Baukindergeld für die Familien, damit sie Wohneigentum sich leisten können. Wir müssen massiv in Wohnungen investieren. Wir wollen die Ganztagsbetreuung verbessern. Wir wollen die kalte Progression auch weiterhin abschaffen, weitere 2 Milliarden Euro, um die wir Bürgerinnen und Bürger entlasten. Und wir werden die steuerliche Forschungsförderung angehen. Alles Dinge, die wir zusätzlich zum Abbau des Solidaritätszuschlags tun und die insbesondere Familien und Menschen mit geringeren Einkommen auch unterstützen. Das ist ein Riesenprogramm für die nächsten Jahre. Ich glaube, damit sollten wir beginnen. Das können wir leisten. Das können wir trotz konsolidiertem Haushalt leisten. Ich lade Sie ein, da mitzumachen und nicht zu meckern, sondern diesen Schritt 46 Milliarden Entlastung in dieser Legislaturperiode mit uns gemeinsam zu gestalten. Dankeschön.